Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zwischendurch. Also ein Special würde ich es gar nicht nennen. Beim letzten Mal habe ich ja so ein kleines Special gemacht mit Minecraft, wo ich da rumgelaufen bin, ein bisschen was erzählt habe. Das soll wirklich nur ein ganz kleines Infovideo sein, weil in der letzten Zeit wenig Videos rausgekommen sind. Die einen oder anderen schon gefragt haben, ja, was ist denn los, wann kommen die nächsten Videos und so weiter und so fort. Ich weiß, es war jetzt gerade in den letzten Monaten immer so, einfach nicht die Zeit hatte, Videos regelmäßig hochzuladen. Das war das Hauptproblem. Also ich hatte ja schon noch ein paar Videos auf Lager, hatte mir dann aber irgendwann gedacht, nee, ich mache jetzt nicht mehr so weiter, ich höre jetzt auf damit, irgendwie alle paar Wochen mal ein Video rauszuhauen und dann ist man aus der Story wieder raus und dann... Das ist sowohl für mich doof und als auch für den Zuschauer. So, ich befinde mich übrigens ganz nebenbei bemerkt in GTA 5, wie offensichtlich zu erkennen ist. Ich wollte einfach nur irgendwas laufen lassen, ne? Also ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Standbild haben, auch wenn ich was zu erzählen habe. Wollte ich schon irgendwas sichtbar machen hier, ne? Irgendwas im Hintergrund laufen lassen, genauso wie beim Special, das Minecraft-Video. So. Gehe ich auch mal direkt in die Garage, spiele ein bisschen nebenbei, ja, und Facebook wollte ich ja immer mal eine Seite machen, da hätte ich dann verkünden können, wie es denn aussieht, was Stand der Dinge ist. Dann hätte ich einfach mal sagen können, Leute, es ist einfach eine schwierige Zeit und da müssen wir alle durch, da gibt es keine Videos. Ich bin froh über alle, die noch da sind und wirklich glücklich darüber, dankbar dafür. Wenn ihr auch einfach weiterhin gespannt seid, darauf Videos zu sehen, weil ich bin's selber, ich mag ja meine eigenen Videos, muss ich ja sagen. Nee, man guckt immer gerne seine eigenen Videos, unabhängig davon, wie gut man jetzt ist oder wie toll man sich findet. Also wer es mal gemacht hat, der weiß Bescheid. So, womit fahre ich denn jetzt mit meinem bescheidenen Fuhrpark hier? Ich glaube mit meinem Klassiker hier, komm. Mit meiner schwarz-gelben Biene. Wir machen uns einfach mal auf den Weg. So, vielleicht sollte ich auch mal direkt Radio und so weiter ausmachen, man weiß ja nie, mit GEMA und Co. So. Ja, ich hatte mir dann wirklich die Entscheidung vorgenommen, nicht GTA hier gerade zu spielen, weil das mit Fraps ja auch so doof läuft. Was ich jetzt sagen wollte, Videos wieder regelmäßig rauszubringen. Das wird nämlich bald wieder der Fall sein. Ja, dann geht es regelmäßig mit Murdered Soul Suspect zu Ende. Da sind wir ja auch schon relativ weit, aber es hat sich jetzt auch schon über Monate hingestreckt, obwohl das Spiel eigentlich gar nicht so lang ist. The Evil Within, klar, da bin ich gerade noch so im ersten Drittel oder so, würde ich mal sagen, vom zweiten DLC. Das dritte DLC ist auch draußen, wird auch gespielt. Und das soll regelmäßig erscheinen, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel, das ist für Get mich besser. Get Kisarus! Bitte was? Ach, jetzt bitte ja nicht im Sidechat reden, das ist, muss jetzt nicht sein. Ich führe gerade eine kleine Konversation mit ein paar Zuschauern. Ja, und ich möchte, es ist eben auch für euch viel besser, wenn es regelmäßig erscheint. Ja, jetzt haltet doch Schrast aus hier. Ja, das ist im Prinzip eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich jetzt bald, Schüler bin ich nicht, aber trotzdem an, ja, ich muss jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe auf jeden Fall bald über 6 Wochen Zeit, ja. Und da wird auf jeden Fall einiges möglich sein, was jetzt zuletzt einfach gar nicht möglich war. Ich hatte überhaupt keine Zeit, weder zu gespielt habe ich doch ein bisschen, aber nicht aufgenommen. Das kostet ja auch immer noch ein bisschen Zeit, dann mit dem Rendern und dem Bearbeiten und sowas. Ja, und dann habe ich immer so zwischendurch mal eine Folge geschafft und mir gedacht, boah, jetzt, dann war dieser Druck da, dann auch wieder eine neue Folge rauszubringen und ich war noch gar nicht so weit. Und, huch, also ich weiß nicht, GTA 5 läuft bei mir sehr flüssig, ich springe gerade zwischen den Themen hin und her, man merkt's, ne, aber mit Fraps ist eine Katastrophe, aber ja, Hauptsache irgendein Bild, ne, Hauptsache besser als irgendein blödes Standbild, ja, was ist schon eigentlich alles, was ich sagen wollte, ne, also, kleines Infovideo, ich würde ja so gerne eine Facebook-Seite haben, wo ich dann einfach mal was verkünden kann, wo ich dann sagen kann, Leute, es sieht momentan schwierig aus, geht definitiv bald weiter. Natürlich sind jetzt auch ein paar Abonnenten abgehauen, verstehe ich vollkommen. Wenn die Videos nicht regelmäßig kommen, dann guckt man sie dann doch lieber woanders, gerade bei Let's Plays, wo man einfach die große Qual der Wahl hat, weil einfach jeder Trottel, sag ich jetzt mal, gewisse Spiele Let's Play, da hat man ja wirklich eine unfassbar große Auswahl, gerade bei so größeren Spielen.
So, ach komm, jetzt lass mich doch mal hier durch. Ich weiß gerade gar nicht. Ach, ich wollte zum Flughafen. Ja, ich wollte noch eine kleine Runde hier durch die Gegend fliegen. So. Das Ganze mal in Ego-Perspektive, weil ich ja eh schon so gut fahre hier gerade. Ich merke, wenn ich hier laber, merke ich auch, man ist so schlecht konzentriert. Normalerweise habe ich überhaupt keine Probleme hier mit der Wegfindung. Und jetzt verkacke ich sie gerade total. Da unten wollte ich hin zum Flughafen. Ich bin hier gerade so falsch. Komm, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier... So, ist hier unten Wasser? Nein, ist es nicht, aber ich habe bestimmt einen Fallschirm dabei oder so. Auch wenn die Strecke ein bisschen kurz ist und ich keine Fallschirme dabei habe. Das ist schlecht. Ich bin mir sicher, ich habe einen Fallschirm gekauft. Das wundert mich jetzt. Ja, also mit GTA Online wird es auch weitergehen. Jetzt, das ist ja wirklich, wie gesagt, hier, das ist ja jetzt gerade nichts. Mittlerweile für die, die erste Folge gesehen haben, da ging es mir ja finanziell schon ganz gut. Hier geht es mir finanziell mittlerweile sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die Folge... Folge ist es gar nicht, aber ob ich... Ich hatte das mal aufgenommen, wie das Ganze passiert ist, dass ich plötzlich hier zum Multimillionär geworden bin. Da liefen ein paar lustige Geschichten. Ich bin völlig unschuldig. Mich trifft keine Schuld, aber... Nun ja, da war so ein gewisser Freund, der hat hier Geldregen verteilt. Ich stand aus Versehen drunter. Ich hab versucht, dem Ganzen zu entweichen, aber war plötzlich Multimillionär. Wie das so läuft im Leben. Huch. So. Es ist jetzt nicht so schwer, über diesen Zaun rüberzukommen. Dabei noch zu explodieren, ist, glaube ich, eine wahre Kunst. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Wie ist das denn jetzt passiert? Na, ist auch egal. Ja, also ich freue mich richtig darauf, wenn es weitergeht, wenn die Videos wieder regelmäßig erscheinen und ihr auch dabei seid bei The Evil Within, Mörder, dem Ende, dem Finale und was noch so alles kommen wird. Es sind ja noch immer 1000 Spiele auf meiner Platte, die ich alle zocken möchte, wo ich dann gucken muss, was ich davon aufnehme, was ich einfach nur privat zocke. Ihr könnt da ja gerne auch Wünsche äußern. Jetzt macht doch das Radio aus, Junge, hier so. Achso, ganz nebenbei, ich glaube, ich wollte mal kurz... Ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn ich jetzt auf dem Flughafen drauf bin und jetzt das Flugzeug bestelle. Gucken wir mal. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Ja, ich hätte gerne mein schönes Flugzeug. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Ach, da hinten ist es. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Zum Glück hat man nicht mein gesamtes Geld gesehen gerade, sondern nur das, was ich auf dem Konto habe. Das Bargeld ist noch ein bisschen mehr. Ja, also mir geht's gut im GTA. Ich habe zwar schon viel gearbeitet und mal locht hier, aber schlussendlich war der Geldgeber da, der mir da über den Weg gelaufen ist, doch jemand, der das Ganze hier total verändert hat. So, thanks, das heißt schon thanks wie ein Deutscher. Thanks for the money. Hab ihn gemeldet, was ist denn hier los? So, hier ist auf jeden Fall mein schöner Flieger, mein goldener Flieger, den gibt's da seit dem letzten Update. Ist als Pilot eigentlich gar nicht so spannend, eher wenn man als Passagier damit fliegt, weil man da hinten trinken und rauchen kann. Ja, nicht, dass ich das jetzt irgendwie gutheißen möchte. Aber es ist einfach mal eine Möglichkeit für die Passagiere auch ein bisschen was zu machen. Give money, please. Give me money. Sagt hier der Sulik Gaming. Ja, ich... Huch! Ne! Och, das ist jetzt nicht euer Ernst. Da rolle ich hier... Das gibt's doch jetzt nicht. Ja, das Fahrzeug wurde zerstört. Damit ist, das gibt's doch jetzt nicht. Ich bin hier doch ganz langsam gegengerollt und da bricht direkt der Flügel ab. Was ist denn das für eine Qualität? Ich möchte dieses Flugzeug sofort umtauschen. Na, wenn ich jetzt ein neues bestelle, wird das wahrscheinlich niemals funktionieren. Ich versuch's mal, aber, ich glaube nicht dran. So, Pegasus. Oh, neues Flugzeug. Alles ist kaputt. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Ah ja. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Ah ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Multimillionär müsste man sein. Das Leben in GTA kann so einfach sein. Warum ist es im Real Life nicht anders? Ach ja. Wenn man im Real Life hacken könnte, ne? Also kann man ja, aber mit Geld ist es wieder eine andere Geschichte. Wie macht man die Map größer? Achso, er meint da unten die kleine Map. Ich sag nur Y, aber wenn ich jetzt Y drücke, dann seht ihr, wie viel Geld ich habe. Und das ist schon fast... Man schämt sich schon fast dafür, so überreich zu sein. Andererseits ist es auch nicht übertrieben viel. Muss ich jetzt mal... Also klar, ich habe allein das Flugzeug da hinten, das hätte ich mir niemals so leisten können. Da hätte ich noch so viele Heist-Missionen spielen können, das wäre nie was geworden.
Ja, also die kleine Info, wie es denn nur aussieht, dass es das ganze Jahr über schon so lief, dass da halt zeitlich immer wieder Probleme aufgetaucht sind, die ich nicht regelmäßig hochladen konnte. Das Ganze wird jetzt nicht mehr passieren. Ich lade entweder ganz hoch oder gar nicht. Nicht immer so vereinzelt eine Folge zwischendurch, weil dann ist man raus, dann hat man nicht wirklich was vom Spiel. Außer die Folge selbst ist super gut und macht super Laune, dann hat man vielleicht ein bisschen was davon. Aber man möchte ja so ein Let's Play doch am Stück gucken. Gerade bei Story Games ist das doch wichtig und die spiele ich ja nun mal gerade. Mit The Evil Within vor allem. Murdered auch, bin ich jedes Mal wieder raus und deswegen, sobald die nächste Folge erscheint, das Video hier, das ist ja jetzt nur ein Infovideo, das lade ich einfach mal so hoch. Warum habe ich gerade $200 gekriegt? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur ein kleines Infovideo, das lade ich gleich sofort hoch. Aber alle anderen Videos, ich denke mal, ja, spätestens Ende nächster Woche geht es da rund. Werden wir auf jeden Fall jede Menge Folgen. Hä? Was? Wo? Wie? Ach so. Ja. Our most sincere apologies, sir. We have been unable to move your vehicle to a suitable location. We have refunded your fee. Please call us again at your nearest convenience, sir. Ja. Ich wollte nur ein bisschen fliegen, Freunde. Ich wollte nur ein bisschen fliegen. Was ist das für ein Service? Ich werde sofort hier einen anderen Service beauftragen. Hello, Pegasus Lifestyle Management. Ja, how can ja, I help ja. You? Deswegen habe ich auch die 200 bekommen. Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Ja, toll, toll, toll. Ich hoffe, es ist wirklich da. Also unten auf der Karte sehe ich jetzt eine Markierung. Ich hoffe, die bleibt da, wenn ich da ankomme. Ich habe vorhin gar nicht darauf geachtet, dass irgendwie die offensichtlich verschwunden ist. So, Musik aus. Ego-Perspektive. Wo ich immer erst dachte, warum ist die Grafik auf einmal so anders? Es liegt daran, dass ich eine Sonnenbrille aufhabe. Tatsächlich haben die das sogar auch bedacht bei der Ego-Perspektive. Steht der jetzt echt hier drin? Tatsache. So, dann können wir noch ein kleines Ründchen fliegen. Wenn ich nicht gleich wieder irgendwo gegenfahre. Ja, ich meine gut, immerhin sind wir nicht abgestürzt. Gerade mal die 10 Millionen Dollar Maschine ist kaputt gegangen. Sei es drum. So, man kann auch, ich weiß gar nicht, ob man in der Ego-Perspektive irgendwas sieht. Hinten, ja, da sieht man den Champagner und alles. Also das ist schon cool gemacht, dass man auch als Beifahrer da ein bisschen Spaß hat bei der Sache. Weil sonst als Passagier im Flieger ist halt ja immer so, ja, man sitzt da so die Zeit ab. Jetzt kann man wenigstens was Sinnvolles tun und sich begießen. Zusammen mit Freunden. Weil da passen ja ein paar Leute rein, die können alle trinken, die können alle rauchen, die können alle Spaß haben da hinten. Ja, und während ich jetzt hier noch ein Ründchen fliegen werde, verabschiede ich mich dann auch, glaube ich. Es ist alles gesagt, viel war nicht zu sagen. Das Ganze hätte man in 60 Sekunden tun können. Bisschen ausgeschweift. Ich versuche mal hier zu landen, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Es sind ja gerade mal 10 Millionen, die ich hier aufs Spiel setze. Aber das macht mir nichts, denn die habe ich sicherlich nochmal. Wobei fliegen kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das klappt. Und ich meine, das hat auch Style. Ne? Ich wollte nur ein bisschen Riesenrad fahren gehen. Und das Ganze mache ich, indem ich mit meinem Privatjet dahin fliege. So. Den darf ich auch hier parken. Ich meine, die Stadt gehört mir sicherlich auch. Hier hat niemand was zu sagen außer mir. Geld macht's möglich. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann in der nächsten richtigen Folge wieder. Der Beginn wird einer neuen Saga. Jetzt wo Stefan Raab aus dem Fernsehen abgehauen ist. Beziehungsweise er haut ja erst ab. Ne? Das ist ja, also dieses Jahr bleibt er noch da. Aber egal, ich bin auch da und freue mich, wenn ihr dabei seid. Und sage tschüss. He just wants to play.